Servus, Herr Leitz, der Jörg, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz herzlich hier zu diesem Video grüßen. Es ist Donnerstagmittag, so Ende durch. Ja, ich habe mir gedacht, ja, gehe ich mal ein bisschen raus, mache einen kleinen Spaziergang. Weit habe ich es ja nicht, wo ich hin will. Ja, ich muss noch hart. Muss ich noch zum Arzt, ich kriege da noch eine Impfung reingedrückt, ja, nicht die Corona-Impfung, es gibt noch andere Dinge und der Arzt macht erst um 3 Uhr auf und ich habe mir gedacht, ja, nutze die Zeit bis dahin, gehst ein bisschen spazieren, ja. Es hat in den letzten Tagen ordentlich gerechnet, jetzt tut es halten, aber es wird wahrscheinlich demnächst eh wieder anfangen zu rechnen. Das macht mir nichts aus. Ich habe einen Schirm dabei, so ein kleiner. Ja, das wird wohl reicher. Ja, ich wollte euch mal fragen, woran erkennt man, dass hier bei uns ein auswärtiger Tourist unterwegs ist? Ja, das merkt man dort, dass er hier auf die Schilder guckt. Ich habe euch ja gerade eben eins gezeigt. Und dass er dann sagt, ja, wir laufen zur Ruine Gutenberg. Ja. Daran erkennt man auswärtige Touristen. Die sagen das natürlich korrekt, Gutenberg. Kein Einheimische, kein Oberodderbacher wird der Gutenberg dazu sagen. Ja, jeder Odderbacher sagt, das ist die Gutenburg. Ja, und deswegen laufe ich auch zur Gutenburg hin. Ja. Ja. Das ist das. Ja, das ist das. Ich möchte euch dann auch noch mal erzählen, was im letzten Video los war. Ja, ich habe nur so ein paar Nebelimpressionen gezeigt, mit der Drohne aufgenommen, mit ein bisschen Musik unterlegt. Ganz zum Schluss hat es ein fette Brot gegeben. Das Bild vom Brot, was wir da gemacht haben auf dem Lagerfeuer. Da haben sich bestimmt auch einige gedacht, warum gibt es da kein Video dazu. Ja, das hat so einen ganz bestimmten Hintergrund gehabt. Aber das erzähle ich euch gleich. Ich werde jetzt halt ein bisschen weiterlaufen. Ja. Und noch hat vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen. Also, in dem Sinne, bis gleich. Da geht's nach Oberodderbach gehen. Da nun, welch der Geschichte. Wenn man da nun geht, guckt man quasi an die Schneck raus. Ja, und kann dann weitergehen am Waldgeisterpfad entlang. Und dann guckt man nach Oberodderbach. Naja, also man kommt dann am Schützhaus raus. Aber da gehen wir halt nicht hin. Da geht es verschiedenste Wege ab.
Dann geht es in Richtung Frankreich, nicht mehr zu. Da kommt man ans erste Haus, wenn man an der Gabelung rechts aufgeht, tut. Da unten, ja, geht es nach St. Germanshof. Da noch Schwäche. Und wenn man da aufgeht, tut, da über geht ein Pfettel auf, das sieht man jetzt nicht. Dann kommt man auf einen anderen Trekkingplatz. Aber das alles interessiert nicht. Das ist das erste Mal, dass der Savoyard im Wald eingesetzt wird. Und scheinen als Pfaff der Erbe zu gehen, als Maikafer. Jetzt habe ich ihn heute mal dabei. Ja, ist auch nicht viel drin. Gerade ewig mache ich mal Malheur passiert, wo mich richtig ärgert. Da heißt der Selfie-Stick. Ich wollte gerade einfahren und seine Reihe Kohle und da ist schon mal aus der Hand gerutscht. Und jetzt ist das Ding da oben abgebrochen. Ah Gott, noch einmal, ja. Kann man wieder neu besorgen. Also ist das halt mit den Dingen. Bevor ich jetzt halt zu den guten Bäuchen aufgehe, du, und ich dann total außer Atem bin, nichts mehr sagen kann, ja, habe ich mich jetzt da unten hingesetzt und möchte euch mal kurz erzählen, was da im letzten Video los war. Diese Nebelstimmung, wo ich quasi nur mit der Drohne aufgenommen habe und ganz am Schluss gab es ein Bild vom Rollbraten, vom Lagerfeuer zu sehen. Da habe ich mich auch schon einige gefragt, was ist denn da los? Ja, sonst macht er doch von allem jenen ein Video. Ja, ich sage mal so, an dem Ovid, wir waren da an einem Plätzl, wo man offiziell zelten darf, wo man offiziell, wo es auch Feuerstelle gibt, Kleine und eine Große gibt. Allerdings nur mit Genehmigung. Und die haben wir natürlich nicht gehabt. Wir waren da einfach da und haben keine gehabt. Ja. Und was da halt eben war, der Kollege von mir, ne, andersherum, die Sache war die, da war ein Bäm, der ist umgestürzt. Das war kein so ein großes, so ein kleiner. Und dann haben die Forstarbeiter da schon weitestgehend zusammengeschnitten gehabt, dass nur der Stamm da war. Ich habe gesagt, komm, an dem tun wir uns ein bisschen bedienen. Tun ein, zwei Sticker runterschneiden, wie das sehe ich, die ich dabei gehabt habe. Ja, und der Kollege hat so einen riesen Kavenzmann runtergeschnitten, also so einen Brocken. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, das Ding kannst du gleich nochmal durchsägen. Weil ich habe nur die Handachse dabei gehabt, mein Ochsenkopf, mein Kleine. Ja, nein, das passt schon. Und der Kollege geht halt hier mit der Axt und du da drauf wäsche wie die Sau. Ja, und kloppt da drauf rum und na klar, das schallt durch die ganze Wald, das ganze Gefräß. Ja, ja, und dann war irgendwann fertig und auf einmal haben wir Besuch gekriegt. Ja, das war ein Mann, vorgestellt hat er sich jetzt nicht, wer das war, aber das war ein Jäger und ein ehemaliger Revierleiter, wo also das, wo wir waren, quasi geleitet hat. Und da hat dann das gehört natürlich, die Klopperei, und hat gesagt, ja, da muss gucken müssen, was da los ist. Ja, und hat dann uns gleich gefragt, ob wir nicht wissen, ob da das nicht verboten ist, dass hier Zelte und Lager Feier machen. Da habe ich gesagt, ja, aber das da ist doch eigentlich wie eine Art Zeltplatz. Ja, da habe ich gesagt, ja, das stimmt schon, das ist wie ein Zeltplatz, aber nur, wenn es auch angemeldet ist und genehmigt ist. Und hat der, ich habe mal das nicht gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist halt schwierig, ne? Ja, wenn ihr nur ein Bierle trinke, gemütliche Obit mache, aber jetzt haben wir Feierbrenner, haben auch ein Zelt zu stehen, ja, haben wir. Wenn ihr nach Zelt, ja, oh, na, das ist gar nicht gut, ne? Und dann hat er natürlich gesagt, ja, in den Sommermonaten, Juni, Juli, August, haben sie arig Probleme gehabt mit der jugendlichen Leitz, die haben die, da an dem Plätzl an die Party geschoben. Ja, die haben 2 Meter hohes Lagerfeuer gehabt, haben Müll hinterlassen, Bierflaschen, wo kaputt waren, haben Randale geschoben und ja, die haben dann auch 2 Mal die Polizei gerufen, um das zu unterbinden. Und ja, dann ganz zum Schluss hat er dann gesagt, Herrn Zuleitz, ihr könnt jetzt da bleiben, ich
drück mal euch zu und du da nichts melden. Aber gucken zu, dass erstens mal da von nichts in die Öffentlichkeit kommt und gehen hin und du machst es so früh wie möglich wieder abdampfen. Ja, dass wir gucken, dass wir fortkommen. Ja. Und aus dem Grund bin ich hingegangen und hab dann Owitz, wie wir dann fertig waren, mit Esserei und alles drum und dran, bevor wir ins Bett sind. Ich hab alles zusammengereimt, was wir dabei hatten. Hab alles leer gemacht, alles wieder in die Kasten rein und in den Rucksack verstaut. Ja. Die Jungs haben die Kiste Bier, wo sie dabei hatten, was ich. Ich hab an dem Owitz kein Bier getrunken, ich hab keinen Bock drauf gehabt. Haben ans Zelt gestellt, was ich. Ja, dann haben wir im Prinzip alles schon aufgeraben gehabt. Dass wir morgens im Prinzip nur ein Zelt abbauen können und noch im Zelt abbauen und gleich wieder fortgehen können. Ja, wir haben dann morgens im Prinzip da alles abgebaut, haben dann nochmal alles nachgeguckt. Ja, haben dann gesehen, ne, da liegt nichts mehr von uns. Ja, dann sind wir, ich glaube, um 7 Uhr sind wir schon gefahren. So früh sind wir, waren wir noch nie weg. Ja, das war jetzt mal die kurze Story und Geschichte, warum es da kein vernünftiges Video gegeben hat letzte Woche. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, das heißt mir, ich bin auch einmal erwischt worden. Ja, es passiert auch einmal in Zukunft. Entweder anmelden oder besser aufpassen. Ja, ich werde jetzt mal den aufgehen, eine gute Bursch. Ja, werde mich wieder aufschleppen. Werde mich dann aber nochmal bei euch. In dem Sinne, bis wir oben dann. So, offiziell ist die auch nicht hier. Schmiererei. Ohne Zeitmisten. Da sind Inschriften drin. 1987. Ritterzelt.de. Ja. Da steht 1882 drauf. Wenn ich das richtig entziffern kann. 12.8.55. Ja. Ja, damals hat man wahrscheinlich keine Spraydose oder irgendwas mitgenommen, sondern Hammer und Mäsel. Hat er sich verewigt. Hüter 1876 oder 16, je nachdem. '87, '88, '89, da war jemand regelmäßig hier. Ducati, warum man das machen muss hier, ich weiß es nicht. Da noch mal, keine Ahnung, 1800 irgendwas, ist noch mehr. Da steht Erdbüro drauf. Ja, da haben sich einige verewigt. Hier unten. Also hier ist jetzt nichts mehr. Das hier unten könnte mal Boden gewesen sein. In den Teilen waren da Balken drin gesessen. Das war ein Boden. So, aber jetzt gehe ich noch. Da haben wir es ja geschafft.
Das sind meine guten Bursch. Den Bäumen haben sie jetzt auch gleich gesäbelt. Der da, der von einem Blitz erschlagen war, so wie es aussieht. Oh, was ist denn da? Ein neues Schild. Ah ja. Das sieht man jetzt nicht, ich die. Ja, so ungefähr. Hätte es auch sein können. Ja. Da steht's. Na, ja, von Gutenburg. Deswegen. Ja, aber ich möchte mich da jetzt gar nicht drum streiten. Ich gehe jetzt ganz nuff, aber ohne euch. Ah, oh, was für ein schöner Blick. Da hat man entlohnt für die Kraxelei. Das war schon Anfang zu schneiden. Oh, herrlich, ja. Da geht man runter. Da werde ich gleich aufstopfen. Oh, da ist ein bisschen Gestrüppelhecke. So sieht man leider nicht viel. Da muss man dann im Frühjahr kommen.
oder im Winter, wenn das Gestrüpp nicht mehr da ist. Schöne Fluchaufnahme habe ich euch jetzt noch gezeigt. Ja, wie ihr wisst, ich habe dort das Spielzeug und ich tue es auch gerne nutzen. Ja, und es macht mir immer Spaß, ein paar Bilder von oben zu sehen. Ja, ich werde jetzt halt runtergehen Richtung Auto marschieren. Viel gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Ja, ich möchte mich hier
bei euch schon mal verabschiede. Ich hoffe doch, das Video hat euch gefallen. Bleibt mir noch eins zu sagen. Schöne Grüße und auf Wiedersehen.